Hallo meine lieben YouTuber, willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. So, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nur so kurze Videos mache, weil manchmal habe ich das Problem, dass er dann die längere Videos auch manchmal nicht hochladen möchte oder ja, mein Handy fängt dann immer an rumzuspinnen. Deswegen machen wir einfach immer so kurze Videos. Also, ja, damit hier dem schönen Tisch nichts passiert aus dem Osten, den ich geholt habe, habe ich da noch Zeitungspapier drüber gepackt. So, wie ihr sehen könnt, wir haben das Ding jetzt zerlegt. Hier ist das vordere Teil. Hier ist das hintere Teil. Hier sind die Füße von dem Gerät. Hier ist noch der sogenannte Kondensator oder was das sein soll. Ich bin wie gesagt kein Elektrofachmann, deswegen habe ich dafür keinen Begriff. Aber wenn ihr das jemand kennt, der sowas bekommen kann, einfach mal in die Kommentare schreiben oder auch gerne. Gerne auch einen Schaltplan zuschicken per Link. Ne? Ja. So. Gucken, wo ich den am besten greifen kann, ohne dass ich das jetzt hier alles verrutsche. So. So, wir haben den so ein bisschen ausgesaugt. Ist gar nicht mal vom Zustand so schlecht. Eine Dreckung, Patinate. Auch hier habe ich zum Beispiel auch noch einen Fehler gesehen. Hier hat das Kabel wohl auch, die Ummantelung zumindest, Feuer gefangen oder gebrannt oder keine Ahnung. Oder vielleicht irgendwo gegen Masse gegengekommen oder so. Ich weiß es nicht. Das heißt, dieses Kabel hier und diese Lüsterklemme, das könnt ihr schon sehen, diese rostige Schraube, die lässt sich nicht lösen. Die sitzt richtig fest. Das heißt, diese Lüsterklemme werde ich auch noch dann tauschen. Ist ja nicht schwer, geht ja nur von da hier so rum und wird dann da wieder dran geklemmt. Und die beiden, die gehen vorne rein und das eine schwarze Kabel, braune Kabel, was ich da hatte, das geht da rein, wo jetzt da quasi von der Lüsterklemme die Schraube schon offen ist. Man, es lässt sich so blöd greifen. Ja, und hier wieder meine Messing-Kupferpolitur. Dann haben wir eine Autopolitur fürs Metall. Also das ist wirklich für alles. Ne? So, und hier könnt ihr auch schon sehen, ne? Also richtig Dreck. Das habe ich jetzt nicht rausgesaugt bekommen. Da muss ich dann. Ich habe ja alles da, Zahnbürste habe ich da und so. Naja, und die Leiste ist halt ab. Ach ja, und den Griff haben wir natürlich auch komplett abgeschraubt. So. Dann können wir nämlich so besser arbeiten. So, und jetzt werde ich in einem weiteren Video hier alles schön mit Papierklebeband, aber erstmal verwende ich noch die Reste. Ich versuche halt hier erstmal abzukleben, einmal ringsrum. Dann kleben wir hier so ringsrum ab und dann halt hier vorne. Bei den Drucktasten, da kleben wir halt ab und nochmal über das Typenschild. Ja, das Innenleben kennt ihr ja schon. Mit Sicherheit wird das hier rausgehen, aber ich weiß nicht wie. Also hier zum Beispiel sehe ich schon mal, hier ist irgendwas gebogen. Hier ist noch was gebogen und dann wahrscheinlich da oben auch. Das heißt, man könnte das aufbiegen vorsichtig, dann hätte man diese lackierte goldene Alu. Blechzieherleiste dann draußen, aber ob man die dann wieder zu 100% reinkriegt und die dann hält. Und zumal so haben wir auch besser mehr Kraft und mehr Druck hier zu sauber zu machen. Ja, dann sehen wir uns gleich in einem weiteren Video, wenn ich alles abgeklebt habe oder beim Film das abklebe. Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe jetzt übrigens mein Stativ gefunden, das habe ich jetzt gerade in der Hand. Nur ich muss halt gucken, entweder stelle ich die Kamera da drauf oder da so drauf, dass die hier so herzeigt, oder notfalls kann ich sie auch da auf die Musiktour stellen. Ja, ich habe heute ein bisschen noch Haushalt gemacht und mein Wohnzimmer muss tatsächlich auch noch Staub gewischt werden und gesaugt werden. Der Boden muss gewischt werden, aber das mache ich dann im Nachhinein, weil jetzt nutzen wir das kalte Wetter aus, weil das ist dieses Zeug hier. Das kriegt man bei Thomas Philips überall zu kaufen. Marke Polyboy, eigentlich sehr bekannt.
So wie mir gesagt worden ist, auch wohl in den 50er Jahre, so lange soll es die wohl schon geben, wenn nicht sogar noch länger. Und das Zeug, das riecht wirklich bestialisch. Also man braucht auch nicht viel davon, steht auch drauf, vor Gebrauch schütteln die Flasche und dann ein bisschen mit Wasser arbeiten. Das machen wir natürlich auch. Und ja, wenn man natürlich eine Zahnbürste hat, man sollte ja öfters seine Zahnbürste ja auch wechseln, weil sich ja auch dann 98% der Bakterien dort ablagern. Nur zum Wegschmeißen ist die zu schade, weil die ist wirklich noch in Ordnung. Und um jetzt hier zum Beispiel hier so in solche Zwischenräume zu kommen oder da was rauszuholen, ist ja vielseits einsetzbar. Ja, Schrauben habe ich mir alle sortiert, die liegen da für die Füße, die liegen dort fürs Front und Heck, die beiden sind dort für den Griff. Und die drei, die liegen hier für dieses Kondensatormetallstück. Ja, dann sehen wir uns gleich in einem weiteren Teil. Liken, abonnieren nicht vergessen, teilen erwünscht, euer Peter Rockabilly. Tschüss.